Lust, den noch. Ist sowas schon mal in der Realität passiert? Zum Glück nicht. In der ganzen Geschichte des Bergwerks haben wir immer nur in Anführungszeichen geübt und hatten noch nicht, waren noch nicht in der Verlegenheit, hier in Alters fahren zu müssen. Eine Übung benötigt eine gute Vorbereitung. Hierzu gehören auch freiwillige Verletzte, die sich später von den Einsatzkräften retten lassen. Mitglieder der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr Bekon haben sich bereit erklärt, die Opfer zu simulieren. Auch im dunklen Stollen, die Einsatzkräfte die jeweiligen Verletzungen erkennen und bei der Bergung der jeweiligen Person auf diese Verletzungen Rücksicht nehmen. Ja, schön. Kurz nach Auslösung des Übungsalarms startet im Gerätehaus in Fell das Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr, um das Bergwerk in der gesetzlich vorgegebenen Zeit von 8 Minuten zu erreichen. Da es sich bei der verunfallten Gruppe um eine große Anzahl an Personen handelt, wurden auch die benachbarten Feuerwehren und die Stützpunktfeuerwehr in Schweich recht mit alarmiert. Die Feuerwehr des Nachbarortes Tom kam direkt zu einem Einsatz bei einem Flächenbrand. Der Rüstwagen der Stützpunktfeuerwehr Schweich und technische Ausrüstung der Mitarbeiter. Wie viele Leute waren im Einsatz? Etwas über 100 Leute waren im Einsatz heute von den Feuerwehren und von den Sanitätsorganisationen. Die Höhenrettung ist, die Höhensicherungsgruppe kommt aus der Verbandsgemeinde Schweich und wird von den Feuerwehren Schweich und Issel gestellt derzeit. Erkundungstrupps eruieren die Lage vor Ort. Die Leine dient dem Angriffstrupp auch bei völliger Dunkelheit als Orientierungshilfe für den Rückweg. Kanal schalten, du auf die 3, auf den Kanal 50 WU. WU und Meldung dann hier über den DLW. Ja, die Übung war ja angenommen, dass die Besuchergruppe da drin ist und sich im Dunkeln umherirrt. Und das Problem für uns war dann, unter anderem die Beleuchtung aufrechtzuerhalten und den Funkverkehr, was aufgrund der Gegebenheiten im Berg nicht sehr einfach ist. Und man muss mehrere Funkgeräte in Reihe schalten oder besetzen, damit man überhaupt eine Funkverbindung hat. Und bedingt durch die Enge in den Gängen ist es recht schwierig, die Personen rauszubringen mit den Tragbaren. Hermann von Roman kommt. Hermann von Roman kommen. Wir gehen noch ein Stück weiter zurück. Wir brauchen hier oben noch Tragbare. Rettungsdienst vor Ort. Und auch Kameraden zur Unterstützung kommen. Zeitgleich beginnt die Rettung der in den leicht zugänglichen Teilen des Bergwerks liegenden Personen. Oder soll man der eine raus? Können wir sie hier dort sitzen lassen? Die Kameraden sind unterwegs. Geht das? Schön mal wach bleiben. Die müssen jeden Augenblick da sein. Ja? Wenn wir den rufen, geht das?
Ja. Da gehen wir mal weiter durch. Gucken wir mal auf den. Gut. Den Dinger da hinten mal rum. Warte. Hinten vor. Füß voran. Trage dich mal wieder drücken. Okay. Okay. Hey, komm her, wir kommen hin. Hallo. 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 Okay, ich sehe das jetzt im Hintergrund, weil Ich sehe das.